Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute auf dem Stand von Lufthansa mit Dominik von Travel Insider und mit Larsemann von, ihr wisst ja, Frequent Traveler TV. Da gehst du nichtsahnend bei Lufthansa über dem Stand, denkst dir nichts Böses, die Sonne scheint zwar nicht, aber wen findest du? Der Tag ist gut gestartet, wir haben uns getroffen bei Lufthansa bei der neuen Allegris Business Class, bei dem Mockup, um mal Probe zu sitzen. Also im Prinzip, Dominik hat ja Probe gesessen, ich habe ja nicht darum gesessen. Irgendwie fühlte ich mich nicht so gut, dass ich da rein wollte. Nein, ernsthafterweise ist es so voll. Und da ich ja drin schon gesessen habe, wollte ich mal nicht reinzwängen. Vom Erlebnis her ist das natürlich phänomenal, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Auf jeden Fall, es ist ein Riesensprung nach vorne, um auch mit anderen Airlines gleichzuziehen, wenn nicht sogar ein Step noch voraus. Ne? Was ist der große Unterschied? Ich würde sagen, die seitliche Kabinenwand für mehr Privatsphäre, das macht schon einiges aus. Bequeme Sitze, klar, das haben viele Airlines am Markt. Ich glaube, mit der Größe, da wird es dann nochmal, könnte es problematisch werden. Ne? Ja, wobei jeder Sitz ja 2 Meter lang ist. Stimmt, ja. Und es gibt diese 2,20 Meter langen Sitze, die uns versprochen worden sind. Leider kein Mockup. Leider nicht austesten können. Aber ich hoffe ja darauf und ich zähle drauf. Und ich mache natürlich hier gerade die Schoki auf. Hast du auch Schoki gekriegt? Ja, klar, aber hier noch von ein paar anderen. Ne? Also. Du bist ja dann quasi derjenige, der sich das dann einfach sichert. Ja. Ja, man muss da auch sagen, die First Class Allegris ist heute nicht da, ne? Aber dafür ein guter Ersatz, eine Alternative, nämlich über VR-Brillen, fand ich nicht schlecht, um da mal einen Blick zu bekommen. Ja, klar, es ist virtuell, aber man kann trotzdem auch diverse Knöpfe anfassen und testen. Also fand ich schon mal besser als gar nicht. Aber schade, dass man nicht Probe sitzen konnte. Ich habe ja Probe gesessen letzte Woche bei der Allegris. Ist echt schade, aber ich glaube, das Mockup ist irgendwie nur unterwegs, wo sie es zeigen mussten. Schade. Aber wir haben hier auf dem Lufthansa-Stand die Zeit sehr, sehr gut verbracht. Nicht nur neben Schoki, Kaffee gibt es ja auch von den Kolleginnen und Kollegen aus der Austrian-Branche. Die machen das, ich weiß gar nicht mal, Einspender, Zweispender. Ich bin auch kein Kaffeetrinker, von daher, da kann ich nicht viel sagen. Ich sehe nur die Leute mit Tablett und Kaffee vorbeilaufen. Ja, wo sitzen wir gerade? Ne? Wir sitzen hier gerade in dem Atrium, kann man sagen. Hm. Theatrium, wie auch immer, wo Lufthansa Live-Talks macht, die auch ins Internet übertragen werden. Da haben wir auch so ein bisschen gelauscht. Ich glaube, ein Thema, was jetzt auch hier vorkam, ist hier die Nachhaltigkeit, was ich bei anderen Ständen gar nicht mitbekommen habe. Ich bin da kein Experte, also von daher da nicht drauf festnageln, aber so gefühlt, hier wurde viel drüber gesprochen, auch jetzt gerade in deutschen Unternehmen, aber auf anderen Kontinenten oder anderen Airlines von anderen Kontinenten war das gerade so. Wurde es zumindest nicht klar. Also was haben wir getestet? Wir sind durch andere Hallen gelaufen, haben andere Sitze, Condor, Etihad, was auch immer, Turkish Airlines Probe gesessen, wobei das jetzt nicht unbedingt neue Produkte sind, aber trotzdem mal einfach den direkten Vergleich hat. Aber da ist Nachhaltigkeit nicht angesprochen worden, vom Personal oder vom Stand her. Nee, das stimmt. Und weil du jetzt sagst, du wärst kein Experte, da muss ich der Ehrlichkeit widersprechen. Wir haben hier jetzt quasi 2x1/2 Stunden über Sustainability zuhören dürfen. Ja. Das erste Mal ging es ja um Nachhaltigkeit in Bezug auf Lufthansa selber mit der Green Fair. Ja. Dem zweiten Segment, was wir mit Nachhaltigkeit uns angeschaut hatten, ging es ja darum, um das Thema, wie es bei Reisen und so weiter ist als Firma. Business Travel, ja. Genau. Und da fand ich das unheimlich spannend, ob, wenn man jetzt so eine Green Fair kauft, ist das ein Zertifikat, was ich meiner Firma anrechnen kann? Sehr gute Frage. Wurde gerade so beantwortet, dass es wohl so sei, aber ich bin da zu weit weg. Mir war das bis vor einer halben Stunde gar nicht bekannt, dass es da einen Zwang oder eine Regulation dafür gibt. Ich denke jetzt nicht nur in Deutschland, sondern Europa. Europa müsste es gewesen sein, oder? Ja. Europäisches Recht, ne? Ja. Meine Meinung ist einfach kurz und knapp, jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten, wenn er imstande ist, aber sowas aufzuzwingen, da bin ich kein Freund davon. Ja. Ich fand es spannend, vor allem weil ja gesagt wurde, viele Firmenkunden von uns ja auch bei Frequent Traveler Circle, die müssen ja Bestpreis buchen. Das heißt also, wenn du halt eine normale Fare hast, die halt kein SAF inkludiert hat oder kein, man könnte jetzt böserweise sagen, Ablasshandel. Ja, das ist es. Oder wie bei uns, die wir sagen, hey, was für ein Zertifikat, I don't care, ich will die 20% mehr Meilen haben. Das ist, für uns Vielflieger ein guter Benefit, wo einen davon überzeugen kann, das zu buchen. Genau. Ja. Aber die halt das Problem haben, dass sie halt einfach nach Bestpreis buchen müssen und das kannst du halt dann nicht verargumentieren.
Und das fand ich halt auch einen interessanten Ansatz, mal aus unserer Bubble der meinen Junkies, ich nenne uns ja, meinen Junkies doch, ne? Da können wir auch die Arme hochrollen, nee, ist alles clean. Dass das mal auch ein Thema ist, was aufs Brett gehört. Wir haben auch übrigens eine Anfrage vom Fernsehen. Wenn ihr zu dem Thema etwas sagen wollt, wenn ihr die Green Fair buchen wollt, könnt ihr euch an mich wenden. Dann würde ich eure Anfrage weiterleiten. Ansonsten könnt ihr auch im Vielflieger Stammtisch oder aber auch in der Lufthansa Miles More Insider Gruppe den jeweiligen Fred kommentieren. Eventuell kommt ihr damit mit einem O-Ton ins Fernsehen. Ja, ganz wichtig. Gute Möglichkeit, ja. Ich darf leider nicht. Ich bin zu... Englisch heißt das opinionated. Okay. Ja gut, wenn wir aus der Szene kommen, aus der Bubble, wie du gesagt hast, dann hat man natürlich gewisse, ja, eine gewisse Grundeinstellung einfach. Ne? Ja. Also Nachhaltigkeit war definitiv ein Thema, wo wir rumgelaufen sind. Wir sind eigentlich, glaube ich, mehrfach im Kreis gelaufen, wenn ich mich jetzt nicht so dran zurückerinnere. Also wir waren mehrfach in Österreich. Ja, Österreich, mehrfach in der Türkei. Genau. Bei Turkish Airlines. Wir waren bei Türken. Ich meine, das ist ja das Geile an dieser Messe. Ich meine, wo auf der Welt kannst du in so viele Länder innerhalb von Sekunden reisen? Ne? Ich war ja in Australien und 2 Minuten später war ich ja zurück in Deutschland. Ja. Teilweise ist vieles in der gleichen Halle, teilweise muss man nur die Halle wechseln. Also es geht wirklich super schnell. Und von daher lohnt es sich natürlich auch, hierher zu kommen, um da einen gewissen Eindruck zu bekommen. Wobei, dieses Jahr, oder ja doch dieses Jahr, glaube ich, ist erstmalig nicht für die Öffentlichkeit bestimmt die Messe. Ne? Ist eher für Fachpersonal. Also für uns. Ja, ja. Deshalb tragen wir unser Bild, das wir hier gesammelt haben, euch weiter. Genau. Also insofern schade eigentlich, dass man das dem Publikum nicht mehr öffnet. Ich fände auch spannend übrigens noch die Thematik, und das hatten wir gar nicht erwähnt, dass Allegris oder Senses ja eigentlich nicht nur eine neue Sitzgeschichte ist, sondern auch ein neues Konzept. Und bei Senses geht es ja auch um Fühlen, Riechen, Schmecken. Die Schweiz in dem Fall, ja. Ja, also die sollst du da richtig fühlen, schmecken. Und das ist halt das, was ich dann doch wieder sehr cool finde, weil ehrlicherweise haben wir in Deutschland nur geschmeckt, auch bei Tasting Giant. Auf den innerdeutschen Flügen, ja. Ja, muss man so sagen. Ja, so, ja. Ja. Ja, da muss man schauen, was da noch dann in der Zukunft mit der Kabine mit dazukommt. Aber ich glaube, hier auch die Schoki, ne? Die bleibt uns erhalten. Ne? Von wem war es? Ist das Brassnitz oder was ist das für Waffeln? Waffeln? Vielleicht Belgien. Belgische Waffeln, ja. Ich weiß nicht, bei wem kriegen wir das? Weil die hatten uns die Lufthansa-Schoki angeboten, die Servus, die Swiss. Also ja. LH-Gruppe ist vertreten auf jeden Fall. Ja. Schade, dass sie keine Lasagne vorbeigebracht haben für die ITA. Da wäre ich natürlich direkt hin und weg, aber... Da müssen wir zur Ergonomie rübergehen noch. Ja, die sind ja auch so wie Aussätzige nach außen. Ne? Also das ist ja auch schade geil. Eigentlich, ja. Ja, schade. Ja. Gut, wir haben die Themen abgearbeitet. Wir waren in allen Ländern. Es war eigentlich nichts Neues zu sehen, großartig. Ah, doch, eine Neuigkeit habe ich. Wir haben ja hier mit Lufthansa gesprochen und ich habe die Fangemeinde 380er angesprochen und ich habe einen Fan in dem CCO von Lufthansa gefunden. Er hat sich bei mir bekannt. Er wollte es leider nicht in die Kamera sagen, weil das vielleicht ein Image schlecht ist, wenn er mit mir gesehen wird. Ich weiß nicht, ist das so? Nein, er musste nicht. Er musste weg. Aber er hat ganz klar gesagt, im Moment sind wirklich nur die 6 Flugzeuge geplant, die da sind. Es kann sein, dass 8 kommen. Aber es hängt massiv von euch ab, ob ihr bucht, ob ihr kauft, ob ihr wirklich Randale macht und das macht. Er hat auch bezweifelt, dass die 14 kommen, weil die 6 Stück gehören halt Airbus. Auch die Thematik haben wir angesprochen mit dem Retrofit. Wenn der bis 2035 fliegt, dann ist das in der Tat so, dass der Retrofit stattfindet. Aber wenn man es nur kurzfristig macht und kurzzeitig macht, dann logischerweise eher nein. Ne? Lohnt sich nicht. Nee, lohnt sich nicht. Und er hat versprochen, in die Nase der 747-8 kommt eine Allegris First Class. Und die Designer sind so happy, dass die vorne in der abgeschlossenen Kabine ihre Reize, nee, ihre Fähigkeiten auf jeden Fall sich ausleben können in allen Belangen, die sie haben. Er darf leider noch nicht sagen, was kommt, aber was ich rauskitzeln konnte, ist, es bleibt in der Nase mit der First Class, es wird also nicht ins Upper Deck gehen. Finde ich persönlich schade. Hey, lasst uns nicht heulen auf so hohem Niveau. Das kann man für die ganze Messe eigentlich sagen. Ne? Die ganzen Produkte, was wir jetzt gesehen haben,
jedes Produkt hat Stärken und Schwächen, aber ich finde es auch immer besser, sich aufs Positive zu konzentrieren, weil es wird ja in Summe besser, besser für uns, besser für euch. Und ja, die einen sind ein bisschen Vorreiter, sind 2, 3, 4 Jahre voraus, die anderen vielleicht 2, 3, 4 Jahre hinten dran. Aber letztendlich versucht man doch gemeinsam, parallel oder auch gemeinsam nach vorne zu kommen, also besser zu werden. Und ich glaube, das konnte man auf jeden Fall auf der Messe erkennen, dass der Fortschritt da ist. Ja, und vor allem auch, übrigens, das muss ich nur zur Conda sagen, die Conda hat mich auch überrascht. Die sind, also sind sehr weit vorne mit ihrem Produkt. Der Sitz, den habe ich das erste Mal in Live und in Farbe gesehen. Würde ich sagen, tipptopp, 1,99 Meter nur. Ne? Kann man sich jetzt drüber streiten. Aber ansonsten solide, und sie haben auch einen soliden Stand und alles. Also das heißt, die sind da auf dem richtigen Weg. Und sie haben auch nicht über andere gelästert. Sie haben einfach sich auf ihre eigenen Stärken besonnen und haben gesagt, wir sind Conda und das machen wir. Und ich bin auch optimistisch. Wir dienen ja auch ein ganz anderes Segment. Ne? Das ist eher dann die Urlaubsfliegerei und nicht den Business Travel. So, Gefühl. Also von daher finde ich es dann auch okay, dass man da dann nicht gegeneinander spricht, sondern jeder für sich oder auch gerne miteinander. So wie wir das ja auch machen, wir sprechen ja auch miteinander. Ihr seht übrigens hier oben die Empore, das ist der geschlossene VIP-Club der Lufthansa Group. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt geschwenkt kriege, ohne dass man... Ah, da seht ihr es. Geil, ne? Da habt ihr es mal gesehen, das ist eine Leistung. So, und wieder aufsetzen. So. Ibis hatte ich ausgestellt auf der Kamera einfach. Schade, dumm gelaufen. Ich hoffe, euch gefällt so ein Crossover. Nehmen wir das Crossover. Ja. Ich muss mir dann meinen Titel noch was einfallen lassen. Aber das waren so unsere Eindrücke von der ITB. Deshalb wird es heute auch keine anderen News mehr geben. Senses habe ich ja besprochen. Ansonsten halt, KLM hat ein Flugzeug quasi mit allen Reifen fast platt, die sie für sie gelandet ist. Dann hatten wir in den USA ja fast wieder den berühmten Runway-Crash. Also das ist ja auch, was passiert in den USA eigentlich? Aktuell, ja. Das ist echt krass. Wir haben so viele Runway-Incursions. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich eine Zeit hatte, wo das mal so war. Also das ist für mich in den USA sehr, sehr erschreckend, dass sowas passiert. Aber nichtsdestotrotz, man lernt es geil. Man lernt raus. Und fliegen besser. Und fliegen ist geil. Ja. Also wir danken euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV mit Dominik. Ja. Und Lars. Yep. Und schauen wir mal, was wir morgen machen. Morgen werde ich wahrscheinlich wieder alleine aus dem Studio kommen. Und du trinkst ja keinen Kaffee. Ne? Nee, ich trinke keinen Kaffee. Du auch nicht? Nee, ich trinke auch keinen Kaffee. Ich hole mir ja immer nur Wasser bei den Leuten. Vielleicht kommt gleich noch jemand vorbei, der uns bedient. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Die Schoki habe ich auch gebracht bekommen. Ja, oder wir müssen nach Österreich. Österreich hat uns ja versprochen, weil es hier auf dem Lufthansa-Stand keinen deutschen Winzersekt gibt. Dass es dort, was haben die in Österreich eigentlich für Wein? Wein aus Flaschen. Okay. Ich bin auch kein Profi. Ich trinke auch keinen Wein, aber was trinken die in Österreich? Ach, ihr wisst ja, was man so in Österreich trinkt. Auf jeden Fall werden wir jetzt weiter die ITB genießen und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ne? Willst du auf den Rec-Knopf ausdrücken oder soll ich drücken? Ich drücke drauf und sage auch Tschüss. Ich wink dann auch nie, ja, da, genau, ja.